Auf Leben und Tod. Reinhold Messner ist 75 Jahre alt geworden. Einer seiner wichtigsten, aber auch umstrittensten Rekorde war das Bezwingen aller 14 Achttausender, bei dem es Mitte der 80er zu einem Wettrennen kam. In der Todeszone das Glück gefunden. Reinhold Messner. Jerzy Kukuszka, polnische Bergsteigerlegende. Od roku przygotowuję wyprawę. Überwältigt 8000 Meter über dem Meeresspiegel. Bis an die Grenze der menschlichen Belastbarkeit. Der Schweizer Marcel Rüedi. Drei Männer mit einem Traum. Alle 14 Achttausender bezwingen. Als erster Mensch. Es sollte ein Wettlauf mit dem Tod werden. Wir treffen Reinhold Messner in Bozen, kurz nach seinem 70. Geburtstag. Von einem Rennen am Berg will der nun 75-Jährige bis heute nichts wissen. Es passt ihm nicht in seine Bergwelt. Gerade beim Bergsteigen ist es nie um den direkten Vergleichskampf gegangen. Beim Bergsteigen konnte es keinen Rekord geben. Unstrittig. Es gab die Konkurrenten. Jerzy Kukuszka, einer der besten Bergsteiger aller Zeiten. Mit extremen Winterbesteigungen im Himalaya macht er sich einen Namen. Die polnischen Bergsteiger waren von Anfang 80 an die stärkste nationale Gruppe, die es gab. Und da gab es keinen Zweifel, dass Kukuszka der Stärkste war. Also vor allem in seiner Leidensfähigkeit, in seinem Instinkt. Marcel Rüedi, Schweizer Amateuralpinist, im Hauptberuf Fleischermeister. Rüedi kann niemals stillsitzen. Er braucht Bewegung, kaum ein Sport, den er nicht macht. Ein wahres Konditionswunder. Das war ein ausdauernder, starker Mann. Und hat halt viel später angefangen und musste dann aufholen und aufholen. Aber der ist im Grunde immer schon damals als Pistenbergsteiger unterwegs gewesen. Das hat mich nicht interessiert. Pistenbergsteiger gehen auf vorbereiteten Routen. Messner hat immer seinen eigenen Weg gesucht. Ein begnadeter Kletterer. Von frühester Jugend an nur eines im Kopf: hoch, rauf, Freiheit. Immer gegen alle bergsteigerischen Konventionen. 1978, Mount Everest, der höchste Berg der Welt. Für Messner gibt es hier nur eine Herausforderung. Noch nie hat ein Mensch ohne zusätzlichen Sauerstoff ihn bezwungen. Nicht der Gipfel zählt, sondern das Besondere, Einzigartige jeder Besteigung. Reinhold Messner und sein Partner Peter Habeler widerlegen alles bisher Geglaubte, verschieben die Grenzen des menschlich Möglichen für immer. Das große Bergsteigen ist im Grunde nur die Kunst, dorthin zu gehen, wo man umkommen könnte, um nicht umzukommen. Marcel Rüedi besteigt 7 Achttausender. Drei davon in nur 15 Tagen ein Weltrekord. Mit 42 Jahren. Eine Ausnahmeerscheinung an Kraft, Kondition und eisernem Willen. In der Schweiz wird Rüedi zum Star. Ein Metzger, der die Bergwelt erobert. Die Presse zählt laut mit bis 9. Abgehakt, Ranglisten. Messner und Kukuszka sind fast eingeholt. Eine Hetzjagd im Himalaya. Ja klar, hat er gesagt. Plötzlich bin ich jetzt wer? Oder nicht nur der Metzgermeister oder von Winterthur? 1985. Kukuszka hat 9 Achttausender bestiegen. Messner 11. Der Pole scheut weder extreme Kälte noch schwierigste Routen. Auch für ihn kommt das historische Ziel langsam, aber sicher in Reichweite. Als Jerzy schon einige Achttausender hatte, ist in ihm langsam der Gedanke gewachsen, dass er alle haben könnte. Alle drei fühlen sich mehr und mehr getrieben in ein Rennen, das Messner nicht wollte. Auf ihm lastet diese Zahl. 14. Er will es nur noch hinter sich bringen, es beenden, aber eben auch als Erster. Bei den Touren die Jahre zuvor, da hat man nicht einfach nur den Gipfel als Hauptziel gesucht, sondern einfach die Route,
die Idee. Und das war am Ende hin bei den letzten zwei nicht mehr so der Fall. Da war einfach nur, wir müssen es schaffen. Der Makalu. Messner ist hier dreimal gescheitert, im Winter und an schwierigen Routen. Jetzt wählt er mit Hans Kammerlander den Normalweg im Sommer. Zum gleichen Zeitpunkt ist Marcel Rüedi am selben Berg. Es ist das letzte Foto, das den Schweizer Leben zeigt. Der Makalu soll sein 10. 8000er werden. Er ist ja über unsere Route dann auf den Makalu gestiegen, hat das gar nicht tun dürfen. Habe ich ihm erlaubt. Ich habe gesagt, okay, wenn du unbedingt was machen willst auf unserer Route, die wir zum Teil vorbereitet hatten, dann steig halt drauf. Marcel Rüedi schafft noch den Gipfel, den Abstieg, aber überlebt er nicht. Wir sind da hingekommen und dann war er leider schon tot. Er saß im Schnee und war sicherlich schon ein paar Stunden zuvor einfach in Erschöpfung hinüber. Rüedis Gipfelfoto. Der Makalu war der 10. 8000er, den der Fleischermeister bezwungen hatte. Jerzy Kukuczka fehlen drei. Sollte Messner seinen letzten Berg im Sommer nicht mehr schaffen, hätte der Pole den Winter, um an ihm vorbeizuziehen. Kukuczka wollte vehement aus seiner Motivation heraus, die ihm unbenommen sei, Druck gemacht, als Erster das zu machen. Was ich ihm sehr zu Ehren halte, dass er weiterhin schwierige Routen gemacht hat. Der Lotse. Das letzte Hindernis für Reinhold Messner. Er und Hans Kammerlander fliegen direkt von einem Berg zum anderen. Es wird behauptet, mit dem Hubschrauber von Basislager zu Basislager. Schauen wir mal, wer diese Märchen erzählt. Leute, die verdecken wollten, dass sie 8000er Basislager mit dem Hubschrauber angeflogen haben. Der letzte Akt. Das italienische Fernsehen ist mit dabei. Es ist der 16. Oktober 1986. Messner und Kammerlander nehmen den Normalweg. Sie sind nicht hier, um einen Berg zu erobern. Das einzige Ziel des Mannes, der das Bergsteigen revolutionierte, ist der Sieg im Rennen um alle 14 8000er. Während ich da hochstieg, gab es schon auch den Gedanken, wenn ich jetzt da nicht hochkomme, dann gehe ich nächstes Jahr wieder her. Weil ich hatte im Frühling dort hingegangen. Ich wusste genau, dass der Kukuczka nicht im Frühling 5 8000er besteigen kann. Kukuczka fehlen in Wahrheit nur drei. Aber Messner hat es geschafft. Kein Berg mehr übrig. Aber auch wenig Freude. Die historische Tat für Messner am Ende, kein großer Moment. Nein, der war nicht groß. Und das sage ich auch. Das war nur ein Abschluss. Messner ist damit der erste Bergsteiger, der die 14 höchsten Gipfel der Welt bezwungen hat. Marcel Rüedi wird 48 Jahre alt und hinterlässt seine Frau und zwei Töchter. Jerzy Kukuczka besteigt ein Jahr später den 14. 8000er. Als zweiter Mensch. Doch seine Leidenschaft lässt ihn nicht los. 1989 reißt ihm am Lotse das Seil. Er stürzt 2 Kilometer in die Tiefe. Es war sein erster und letzter Berg. Als Jerzy alle 14 Gipfel hatte, hat Messner ihm ein Telegramm geschickt. Jerzy, du bist nicht der Zweite, du bist groß. Reinhold Messner lebt heute in seiner Heimat Südtirol. Er hat nie wieder einen 8000er bestiegen. Hallo, schön, dass ihr bei der Sportschau seid und wenn ihr gerne Dokus oder Reportagen wie diese schaut, dann schaut auch mal in unsere Playlist und kommt gerne wieder, denn jeden Donnerstag laden wir eine neue Doku hoch, also lasst uns ein Abo da.